Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2019-20. Er könnte ein richtungsweisender im Abstiegskampf werden. Der SC Paderborn empfängt Werder Bremen. Über die Bedeutung des Spiels müssen wir gar nicht mehr groß philosophieren oder reden. Mainz 05 trifft auf den FC Augsburg. Wir haben es in der eigenen Hand. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir es in unserer Hand haben. In Ostwestfalen geht es schlicht und ergreifend ums sportliche Überleben in der Bundesliga. Paderborn als Tabellenletzter nach dem Spieltag möglicherweise schon abgestiegen. Bremen als 17. mit 3 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Jeder kennt die tabellarische Situation, jeder kennt die Anzahl an Spielen, die noch kommen, jeder kennt das Restprogramm. Dementsprechend ist es natürlich ein unglaublich bedeutsames Spiel für uns. Genauso natürlich für den SC Paderborn, die auch im letzten Spieltag nochmal sehr eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie alles vorhaben, aber garantiert nicht aufzugeben. Das ist die Mannschaft, mit denen wir uns jetzt gerade um den Relegationsplatz noch streiten. Und da komme ich gleich zu, dass wir dann wirklich auch noch nicht abgeschenkt haben, dass es wirklich darum geht, die Klasse zu erhalten. Damit ist auch klar, dass wir gegen Bremen mit aller Macht gewinnen wollen. In Mainz wittern der FSV und der FC Augsburg die Chance, mit einem Sieg einen möglicherweise entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Bei einer Niederlage von Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund hätte der FCA 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Wir sollten zuerst auf uns schauen, auf unsere Leistungen, die versuchen maximal abzurufen und nicht auf andere schauen. Dann kann es natürlich sein, dass es eine Vorentscheidung gibt in allen Regionen der Tabelle. Aber wir konzentrieren uns jetzt nur auf unsere Leistung und nicht auf andere. Die Situation für die 05er fast identisch. Ein Zähler Rückstand hat man auf den FCA. Mit einem Sieg könnte Mainz vorbeiziehen. Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist und nicht drüber nachdenken, ob da jetzt wieder ein Einbruch kommt oder... Nee, gar nicht. Es geht ums Hier und Jetzt. Alles reinschmeißen in dieses eine Spiel und wir können so viel erreichen in diesem Spiel. 4 Spiele vor Saisonende ist im Abstiegskampf vor allem mentale Stärke gefordert. Zwischen Chancen und Gefahren gilt es, trotz der Brisanz der Situation, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich mache mir um die Psyche der Mannschaft insofern natürlich Gedanken, dass wir die Aggressivität beibehalten müssen, dass wir mutig sein müssen, dass wir überzeugt sein müssen im letzten Drittel. Aber jetzt zu sagen, okay, wir holen uns einen Selbstvertrauensschub und das ist das Ziel, weil wir in Paderborn gewinnen. Nein, es geht jetzt wirklich nackt um die Punkte und um die Tabelle. Wer hält dem Druck am 31. Spieltag stand? Paderborn gegen Bremen, Mainz gegen Augsburg. Der Endspurt im Abstiegskampf beginnt jetzt.